Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir werden jetzt weiterhin Gras und Zuhörtern anfahren. Und wir werden das zu Heu trocknen und dann werden wir sehen, ob wir das vielleicht geflügt kriegen. Wir brauchen noch ein bisschen und dann mal schauen, dass wir nebenbei Tiere vorbereiten und füttern. Als erstes. Sollte nicht von vorne anfangen, sondern da, wo er stand. War ja schon fertig soweit. Ich möchte mal allen Zuschauern danken fürs fleißige Reinschauen und liken, abonnieren. Vielleicht darf ich noch einen neuen Abonnenten grüßen. Wäre schön. Ja, wir machen weiter, wie gesagt, mit Heu. Beginnen wir gleich, kommen wir die Kurse. Müsste alle jetzt funktionieren. Ja. Er hat diesen Kurs, den fahren soll. Dann fährt er den zurück. Normalerweise. Und wie werden wir sehen, dass wir jetzt nebenbei das andere schon mal vorbereiten. Wir können ja auch Gülle fahren, zum Beispiel, oder Gärreste oder ja, auch Mist zur Düngerherstellung. Das kann ja auch gemacht werden. Denn sollte eigentlich ein Traktor da stehen bei den Kühen. Laufen wir hin. Und sonst wollte ich ein bisschen warten mit Graswachstum. Vielleicht wächst das noch morgen entsprechend. Da haben wir LKW. Passt. Können wir gleich nehmen und entsprechend die Gärreste holen von der BGH. Und hier haben wir keinen Traktor zu stehen. Traktor schon, aber kein Anhänger. Wo ist der hin? Nee. Wir nehmen einen LKW und einen großen Anhänger. Mist. Ups. Oder holen wir noch Gärreste. Also sehen wir gerade, wie unsere Anhänger noch hier irgendwo stehen haben. Ach, das ist der Gelbe. Ist ja da. Dann holen wir gleich. Ausleeren. Dann mal gleich einen Traktor holen. Ja, die Felder sind bereit zum Düngen. Und zur Aussaat muss ich gucken, ob Hopfen fertig ist. Auf Feld 1. Feld 1 ist fertig. Ne, Hopfen. Gut, drei Felder haben wir jetzt. Letztes Mal haben wir Feld 13 Hopfen gehabt, hat nicht gereicht. Und hier wollen wir düngen, was ich weiß. Ja, oder was reinsehen. Da soll Mais rein. Ja. Das dazu. Dann können wir gleich hier den Anhänger holen für Mist, den gelben. Der geht ganz gut. Den können wir uns so nicht gebrauchen für Tiere füttern, weil er so groß ist, so hoch. Passt da nicht in den Kuschel rein und das ist dann schlecht. Ja? Ups. Der rote ist nämlich für Tiere füttern. Und hier mal gleich mal den gelben nehmen und entsprechend runterfahren, dass der Mist wieder aufgefüllt wird. Und dann werden wir gleich, derzeit wo er auffüllt, gleich zur BGH fahren und da die Gärreste holen. So, ganz kurz. Umstellen. Mein Eis hat sich wieder eingerichtet.
Ich komme mir durcheinander mit dem Monitoreinstellung. Und wenn der verkehrt eingestellt ist, dann kann man nicht richtig gucken. Dann ist er meist so hoch oder so tief. Das ist immer ungünstig. So. Dürfte passen, ne? Ja, schau mal. Aktivieren wir gleich kurz. Und verbunden, dann müssen wir hier reingehen. Ja, starten. Trennen. Dann ist er nicht eingestellt ordentlich. Dann ist der nicht genau mittig. Der Anhänger. Dann geht's nicht. Dann kommt ein bisschen. Keine Einweißtieren, ist auch ein Scheiß. Nö, jetzt geht das. Ich hab mich festgegangen. Festgefahren kann man ja nicht sagen, in dem Sinne. Ich hab mich festgegangen. Super! In dem haben so Düngerherstellung machen, ne? So. Da geht nochmal rein aus. Noch genug Wasser. Aber Wasser reicht. Das machen wir morgen früh oder ja. Oder einen Tag später, mal je nachdem, wie lange wir es nach Zahn schon her ist. Am meisten jeden Tag ein bisschen, dann kommen wir nicht in Schwierigkeiten. So. Na, da fährt er wieder. Kommen der morgen früh entsprechend umflügen. Der mit dem Flug ist schon da und dann können wir morgen früh flügen. So. So BGA, die haben nicht genug Gärreste. Ja, sobald das hier das Gras noch eine weitere Wachstumsstufe gewachsen ist, werden wir entsprechend auch ja, mähen. Wieder voll. So. Ja, Förderband, ja. Müsste ich mit einem Traktor nehmen. Ich habe aber aktuell keinen freien Traktor. Den könnte ich nehmen. Oder? Der ist zum Mähen gedacht. Da geht gleich Mist rein. Unser PKW mit Diesel. Jo. Schweine putzen. Da soll der Mais rein, sonst ist es zu kalt.
Der Hopfen ist noch frei. Den können wir zurückfahren. Dann haben wir einen freien Traktor. Wenn wir gleich Dünger auffüllen, dann können wir auch Saatgut auffüllen gleich. Dünger, dann werden wir unsere eigene Produktion nehmen und bei Saatgut kaufen wir halt nochmal. So weit gefahren. Ich kann nicht genau jetzt, was für Felder wir noch bestellen wollen. Drei war fertig mit Raps. Da war Weizen. Da ist Gras drin. Fertig. Gras. Hier soll. Tja. Am besten mal Hopfen, ne? Bier produzieren können, ne? Hier haben wir Weizen. Gerste haben wir auch dreimal. Ja. Da haben wir auch Gras. Und hier muss ändern. Hier werden wir es reinbringen. Irgendwas, was Sinn macht. Das können wir noch aussehen. Irgendwas. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Aber Hopfen wäre nicht schlecht. Da haben wir wenigstens, wird eh nicht reichen, das Bier. Reparatur braucht nicht. Tank ist voll genug. So. Ach, kein Geld. Oh, ich habe ja kein Geld. Ein bisschen Sack muss er rein, ne? Gras. Ach so, das ist ja, das ist ja der Grassammelwagen. Man kann sagen Gras. Nachdenken. Ja, der braucht noch ein bisschen. So. Den lassen wir hier mal stehen. Und werden mal ein bisschen Silage in den BGH fahren. Mit einem großen Anhänger und da werden wir uns mal das Gewicht hier vorne ablegen an der Halle. Dicht dran. Nicht, dass wir hier rüberfahren müssen. Ups. Bin weiter umgesprungen. Das war keine Absicht. Ja, das mir reinzufinden ist nicht so einfach. Weil nach einer Woche Pause ist man ein bisschen schwierig, weil man auch noch andere Sachen im Kopf hat. Und dann ist es immer ja ungünstig, ne? Mal Licht machen, hatten wir. Ja, jetzt haben wir nachts, wird dunkel, gehen wir auf 30 hoch.
Das Gras kann höchstens zu Heu werden. Das ist ganz so tragisch. Sparen wir Diesel ein. So. Die Fräse ist ja bei der WGH. Da werden wir dann schnell unseren Hänger voll machen mit Silage und dann gleich das Dings erfüllen. Bis morgen früh. Der Gärer haben wir auch noch. Machen wir alles an der Zeit. Ja, das verkehrt rum. Drehen. Ja, das ist praktisch. Die Arbeit auch. Die leer. Das ist gemein. So. Das Blöde ist, das Förderband ist so kurz. Ah gut, aber okay. Dauert ja so lange, das ist jetzt nicht das Problem. So. Fangen wir vorne an. So, starten wir mal. Dann arbeitet er sich mich runter. Dann haben wir nämlich weniger noch Probleme. So. Nicht so hoch, ne? Wir müssen den frei, den Weg frei fräsen, dass wir hier durchfahren können. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und ciao. Ja, wir machen dann weiter hier, wo wir aufgehört haben. Tschüss.